Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Cash Truck, der neue Guy Ritchie-Film, zusammen mit Jason Statham. Was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Es ist fast so, als will er, dass wir überfallen werden. Er ist kein Polizist. Aber wenn er kein Polizist ist, was dann? In der Hauptrolle haben wir hier einen Charakter, der nur H genannt wird. Und der fängt bei einer Geldtransportfirma in Los Angeles an und macht sich dort auch relativ schnell einen guten Namen. Denn er beschützt nicht nur das Geld sehr, sehr gut, sondern bei Raubüberfällen auch sein Team. Dementsprechend steigt sein Ansehen in der Firma. Und es gibt aber so eine Art Tendenz, dass immer mehr brutale Raubüberfälle stattfinden. Und wie es sich herausstellt, hatte H eine ganz bestimmte Motivation bei dieser Geldtransportfirma angefangen zu haben. Dementsprechend ja, kann man sich da auf einiges Cooles, was Action und von der Erzählweise her angeht, einstellen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Es ist von der Erzählweise typisch, wie es bei Guy Ritchie ist. Manchmal ein bisschen zu viel Gequatsche. Hatten wir bei The Gentleman auch, dass einfach zu viele Dialoge, die in Anführungszeichen zwar gut geschauspielert sind, aber nicht so richtig Kniff mitbringen für die Geschichte, ist hier ein bisschen zu viel an der Stelle. Dementsprechend gebe ich ihm hier nur 3 von 5 Punkten, weil da fehlt es dann doch ein bisschen den Dialogen, entweder den gewissen Kniff zu geben oder ihnen dann halt die gewisse Relevanz zu geben. Das ist so ein bisschen schade. Schauspielerisch hingegen zeigt hier Jason Statham wieder, dass er echt schauspielern kann. Also da steckt mehr dahinter, als man in den meisten Actionfilmen halt erwarten mag. Er kann hier gut was abliefern, der Rest vom Cast ist insgesamt in Ordnung. Die sind jetzt alle ein bisschen eindimensional leider, manche Charaktere oder die meisten Charaktere. Dementsprechend da ist okay 3 von 5 Punkten. Technisch hingegen sieht dieser Film einfach cool aus. Er ist ein richtig abwechslungsreicher, unterhaltsamer Actionfilm geworden, der viel handgemachte, gute Action mit dabei hat, der vor allem auch kameratechnisch wirklich sehr, sehr schön umgesetzt ist. Und da macht es einfach nur Spaß zuzugucken. Das ist super unterhaltsam. Dementsprechend da technisch kann man nicht meckern, 4 von 5 Punkten. Weiter geht's zu meinem Fazit und ich muss sagen, Cash Truck ist ein Film, der mich überrascht hat, weil ich hatte meine Erwartungen nicht ganz so hoch gesetzt, weil ich The Gentleman insgesamt ganz gut fand, aber nicht so überragend wie viele anderen. Und dieser Film hat es an manchen Stellen so ein bisschen bestätigt, dass einfach ein bisschen zu viel Gequatsche in den Filmen von Guy Ritchie, auf jeden Fall in dem letzten 2 jetzt war. Und hier eben dementsprechend ist es so ein bisschen träge an manchen Stellen war, aber in der Action und in den Handlungen und so ist er wirklich knackig, unterhaltsam, gut geschnitten, abwechslungsreich, gute Kamera, gutes Schauspiel und von der Geschichte her zwar nicht der Tiefgang, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, aber wesentlich tiefgehender als manche anderen Actionfilme. Dementsprechend klare Empfehlung meinerseits, 4 von 5 Punkten insgesamt, dann mit 14 von 20 Punkten guter, solider Film geworden, den man sich auf jeden Fall im Kino anschauen sollte, weil er macht einfach riesig Spaß. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!